Und weiter geht's mit Horizon Zero Dawn. Und wir sind am Banditenlager angekommen und sollen jetzt mit Neil reden. Aber ich glaube, dass es ziemlich gefährlich wird. Aber er ist eh schon hier. Aber mal schauen, ob wir dann hier wieder gut rauskommen. So, probieren wir es mal. Ich würde mich sehr, sehr über eure Unterstützung freuen am Ende des Videos, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch, wenn es euch gut gefallen hat, ein Abo. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. So macht es mir viel, viel mehr Spaß, die Folgen hier aufzunehmen. Also Spaß machen tut es mir sowieso, aber da hat man noch viel mehr Anreiz. So, aber jetzt würde ich sagen, reden wir mit Neil. Schauen, was er zu sagen hat. Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenklan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdurstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten dem Kerl seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Na, machen wir mal. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Tja. Dann schauen wir mal, ob wir das Banditenlager hier einnehmen können. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Okay. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Okidoki. Erledige die Banditen. Unsere Pfeile sind voll. Und ich würde sagen, den ersten schnappen wir uns doch gleich. Schauen wir doch mal, ob wir hier ungesehen rein. Wir gehen mal im Haupttor rein, würde ich sagen. Etwas Vorrat. Und natürlich immer schön das Zeug mitnehmen. Sonst halt nicht auf einmal die Pfeile ausgehen. Wäre natürlich nicht so toll. Ganz schön viele hier. Okay, ist auch down. Kann ich vielleicht von da oben? Kann ich die von hier oben ein bisschen besser abschießen? Ah!
wir es fürs Erste, Jungs. Sehen dich nicht. Okay, ich werde jetzt mal ein bisschen plündern hier. Diese 3, 4 anscheinend noch. Das wird mir noch weiterhelfen. Ich müsste schauen, dass ich da irgendwie oben reinkomme. Machen wir. Das müssen die Gefangenen der Banditen sein. Das Gasthaus anzuzünden. Jetzt werden sie uns unsere Fässer sicher nicht mehr auffüllen. Geilo. Leise. Wir looten, looten. Level und looten. Sehr geil. Gibt ja richtig viel Zeug. Sollen wir die anderen noch down? Meinst du, wir die von hier gut sehen können eigentlich? Und tschüss! Lagerfeuer, okay, da können wir dann gleich speichern. Der hätte fast gesessen. Okay. Müsste es gewesen sein.
erstes Banditenlager geräumt. Sehr gut. Sucherin, darf ich mit dir reden? Klar, darfst du mit mir reden. Hast du denn das Schönes? Die wäre ja geil, gell? Da müssen wir noch sparen. Da müssen wir noch sparen. Aber wir haben doch einen Haufen Kisten gekriegt, oder? Inventar, Schatzkisten, genau. Spezialobjekte, was ist das? Sehr selten. So, Inventar, was wir drin haben. Okay. Schatzkisten. Das nehme ich mit. So, was haben wir denn jetzt hier noch Schönes? Schauen wir uns das nochmal an. Speichern. Die ganzen Leichen hier räumen. Was hat denn der hier? Was ist denn das hier überhaupt? So ein Trankding oder was? Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Okay, dann schauen wir nochmal rein, ob wir nichts übersehen haben. Okay, Holz haben wir eigentlich genug für Pfeile zum Herstellen. Hier können wir leben. Danke, dass du das ermöglicht hast. Kein Problem, bitteschön. Sucherin, würdest du mir die Ehre eines Gesprächs geben? Welche Ehre! Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich... schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Karja kamen. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen.
Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Bitteschön. So. Sehen wir uns das ganze Zeug hier mit? Ganzen Rohstoffe, dass wir schön craften können. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu mir rüber. Gucken, was die jetzt erzählt. Fällt da schon das nächste Banditenlager. Gar nicht schlecht, da kriegt man auf jeden Fall viel, viel Zeug. So. Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dringt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben der ist sehr zu krass. Kurz und der Rausch des Todes zu stark. Ein bisschen kleiner eine Batterie. Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemand juckt, wenn man sie tötet. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch, sie nicht. Wir machen eindeutig was. Okay. Wir sind hier fertig. Ciao, ciao. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an, wir leben in einer Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Abgeschlossen. Stufe 11 erreicht. Okay. So, wir schauen uns die nächste Quest an gleich, würde ich sagen. Aufträge, Jagdglück. Jagdgebiete. 18. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit der Quest weiter. Räume verdorbene Zonen. Okay. Ach, jetzt habe ich sie wieder ausgeblendet, ey. Ach so, die ist auch noch offen. Begib dich zum Schlachtfeld, dort wurde nur Krieg zum Überfallen. Dann machen wir doch erstmal die und danach gehen wir dann zu der. Okay.
Das brauche ich später noch. Du kommst mit. Nehme ich mir erstmal ein bisschen Medizin noch mit, weil wir da wieder voll sind. Unser Plätze ist ja hier. Nein, soll ich jetzt nicht. Ah, und jetzt haben wir oben nämlich zwei Kreuze, wenn ihr das seht, die grüne Anzeige oben. Das heißt, wir können jetzt doppelt so viel Medizin mitnehmen. Sehr nice. Ich brauche viel mehr Maschinenteile, Leute. Also Metallscherben. Ja, da gibt es eine richtig geile Rüstung, aber die braucht 700 Metallscherben. Das ist schon extrem viel. Okay, und den nächsten holen wir uns auch gleich. Der war ja irgendwo. Da ist ein Wächter. Maschinenareal in der Graser, okay. Kann ich die nicht auch? Was ist das hier? Okay, neuer Datenpunkt. Kann ich die Graser nicht auch überbrücken? Sollen wir doch jetzt gleich mal probieren. Den will ich auf jeden Fall probieren, dass ich den überbrücken kann. Da kommen sie. Nee, ich kann nicht überbrücken. Scheiße. Okay, ich muss anscheinend genau durch dieses Areal hier durch. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Wasser.
irgendwie muss man doch auch diese Dinger überbrücken. Genau. Und genau das will ich jetzt eben machen. Okay, das geht auf jeden Fall viel, viel geiler so. Mit dem stillen Schlag. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt aber deren Stelle einen Cut und ich probiere schon mal, dass wir zu der Quest hinlaufen und seid auf jeden Fall da in der nächsten Folge dabei. Würde mich sehr, sehr freuen. Genau, ansonsten, ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Andi.